Wieder Stopp Auszeit. Und heute bin ich in der Schweiz, im Appenzellerland. Heute fahren wir mit der Seilbahn-Ebenwaldbahn nach oben, machen eine schöne Rundtour und besuchen tue ich heute den Seealpsee. Es muss ein Traumsee hier in der Schweiz sein. Und heute mit dabei, ja, ist wieder der Mario, der begleitet mich jetzt schon das zweite Mal. Fast immer. Er ist so. Ja, hier ist der Startpunkt für die Ebenwaldbahn und nach da oben geht es heute. Heutige Tour startet in Wasserauen im Kanton Appenzell. Mit der Ebenalpbahn geht es den Berg hinauf. Anschließend geht es zu den Wildkirchli-Höhlen. Weiter geht es zum Berggasthaus Escher. Anschließend noch 1000 Höhenmeter nach unten zum Seealpsee. Nach dem See geht es dann wieder nach Wasserauen. Circa 15 Kilometer wird die heutige Tour lang sein. Nach der Bergstation geht es jetzt für uns zu zwei, drei Höhlen. Geht es wieder schön bergrunter. Und wie ihr wisst ja, wenn ich reise, ist zu 99% das Wetter schön und auch heute wieder atemberaubend. Es ist gerade mal 7:45 und gefühlt hat es hier schon 25, 26 Grad. Wahnsinn, wir haben so ein Schwein heute. Und ja, was soll ich sagen, wir sind jetzt schon total begeistert von der Aussicht. Wir kommen zu den Höhlen und Wildkirchli heißt es hier. Aber Mario, du weißt ja, wenn du mit mir unterwegs bist, ja, die greifen schon die Schmetterlinge an. Ne? Ja. Du bist ein ganz süßer. Irgendwer. Heiße jeder. Aber, Spaß und sein. Ja, ja. Die Wildkirchli-Höhle war einst eine Schweizer Sehenswürdigkeit und ab dem 18. Jahrhundert wurden die Gäste hier mit Fackeln durch die Höhle geführt und 1955 wurde die Ebenalpbahn gebaut und dann sind immer mehr Touristen dann hochgekommen. Und es ist richtig cool hier, muss man echt sagen.
scheinbar haben sie hier an so einer Wegtafel beschrieben, dass sie hier, wo sie das alles gefunden und alles haben, dass sie 600 Bäre gefunden haben, verendet. Ja, aber du würdest auch so pumpen, wenn du hier ständig die Berge hochrennen musst. Ich glaube, ich würde da als Schaf würde ich sofort einen Herzinfarkt kriegen. Ja. Ach Gott, guck mal, das Kleine, was ist es? Oh ja, da sind ja noch mehr. Kleine, ja, ganz junge. Oh, es ist das schön hier. Jetzt verändert sich unser Weg ein kleines bisschen. Jetzt ist zwar immer noch steinig, aber nicht mehr so extrem. Es waren auch sehr hohe Stufen. Wir haben jetzt von zwei netten Wanderern erfahren, dass wir 900 Höhenmeter absteigen. Boah, schaut es euch an. Also, ich will ja nicht jammern. Aber ich muss feststellen, wir haben jetzt eben, sind dran, 900 Höhenmeter nach unten zu gehen. Wir sind beide komplett nass geschwitzt, weil die Stufen sehr steil und voller Steine sind. Es ist sehr anstrengend, aber ich möchte da im Moment auch nicht nach oben laufen. Aber es ist eine absolute Faszination. Das ist, oh, ich muss umswitchen, ich muss euch das zeigen. Moment. Ja, jetzt sind wir schon in der Nähe vom Seealpsee. Jetzt haben wir schätzungsweise noch 800 Meter. Also den Berg haben wir geschafft. Hallo. Also hier auf der Tafel steht noch 10 Minuten. Also in der Schweiz wird das nicht in Kilometer angegeben, sondern in Minuten. Na Mario? Ja, kein Kindergeburtstag, gell? Ja, jetzt laufen wir noch ein bisschen berghoch und umgeben von diesen schönen Felsen. Ja, ich muss auch pumpen, so ist es nicht. Auf jeden Fall kannst du heute Abend gut schlafen, Mario. Na ja, genau. Mario, da kommt vorne kommt eine Punica-Oase. Da kommt noch mal ein Gasthof. Aber es ist wirklich einfach nur wunderschön hier. So, der Countdown läuft. Wir kommen jetzt zum See. We lost our mind. Time took over you. I never knew what I was in for. We lost our minds.
Der Seealpsee liegt auf 1151 Meter, umgeben vom Sentis, Altmann und Mutschen. Der Seealpsee ist auf einer Liste der 10 schönsten Bergseen in der Schweiz. Das kann ich nur bestätigen. Schaut euch diese wunderschönen Farbspiele an. Für mich und Mario ist es heute ein Geschenk, dass wir an diesem wunderschönen Ort heute sein dürfen. So, machen wir erstmal eine schöne Pause. Erstmal schön die Füße hier in den See. Also wenn jetzt dann nachher alle Fische oben schwimmen und tot sind, das waren dann wir, aber ist halt so. In dem Fall können wir auf die Fische keine Rücksicht nehmen. Ja, da wir jetzt hier in der Karibik angekommen sind, also zumindest von den Wasserfarben, das Wasser ist richtig schön klar. Der Kühe, oder? Da stehen jetzt zwei Ochsen zusammen, oder? Nur die ist nicht so hässlich wie du. Okay, Spaß muss sein. Ja, das ist hier schon ein schönes Flecklein Erde. Wirklich ein schöner Bergsee. Ja, wir haben heute auch wirklich ein tolles Wetter erwischt. Aber man kann auch nur im Sommer auch parken und einfach nur zum See laufen. Das geht auch, aber ist natürlich langweilig. Und da wir so Sportskanone sind, haben wir das natürlich nicht gemacht. Also ich zumindest, bei Mario weiß ich nicht. Dem hängt die Zunge wahrscheinlich jetzt schon raus. Okay, bevor er mich verschlägt. Seealpsee noch mal in der vollen Pracht. Einfach ein Traum. Ja, jetzt entfernen wir uns ein kleines bisschen vom See und jetzt wartet irgendwo noch ein Wasserfall auf uns.
Ja, manchmal muss man einfach mal ruhig sein, die Klappe halten und einfach die Natur wirken lassen. Weil ich kann immer nur sagen, wow, ich bin begeistert, mir gefällt's. Aber das würde ich ja im ganzen Video dann so oft sagen. Irgendwann vergraule ich euch auch. Aber ihr seht selber, wie wunderbar das hier ist. Sogar die Kühe laufen. Ja, selbst die Kühe kreuzen. Ja, mittendrin statt nur dabei. Schau mir in die Augen, Kleines. Ich hoffe, das ist bloß der obere Teil, weil so toll ist er gar nicht. Aber da geht es hier noch nach unten und vielleicht haben wir Glück und es wird noch ein richtig tobender Wasserfall. Aber das sieht so nach ja, sehr mickrigem Moment aus. Also, das ist der gigantische Wasserfall, okay. Ist egal. Ich kenne. Ja, von den Bildern habe ich mir ein bisschen mehr versprochen, aber nicht schlimm. Wir nehmen das hier so auch an, wie es ist. Es ist trotzdem hier schön. Und hier im Wald geht ein richtig tolles Lüftlein. Und nicht nur der Wald, man läuft auch rechts und links haben wir schöne Felsen. Ja, Wasserfall ist trotzdem schön, für mich immer. Also der muss nicht groß sein. Wasser hat für mich eine unglaubliche Anziehungskraft. Wir sind fast am Ziel. Ja, nach dem Wasserfall geht es noch mal eine ganze Weile bergunter. Und jetzt hier in der Front seht ihr die Parkmöglichkeit. 24 Stunden zahlt man hier in Wasserau für das Auto 5 Franken. Hier habt ihr die noch mal die Seilbahn, mit der sind wir heute Morgen nach oben. Die hat die einfache Fahrt 22 Euro gekostet. Hallo. Ja, es ist wieder mal Zeit zum Abschied nehmen. Die Rundtour hier im Appenzeller Land geht zu Ende. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Mario, ja? Weißt du noch, wie viele Kilometer es heute waren? 15. Also 15 Kilometer. Ja, 15. Ja, 15 Kilometer, tolle Rundtour. Wir haben Glück gehabt. Dieses Wetter war richtig geil und folgen demnächst noch ein paar Videos von uns. Und wie gesagt, wir gehen bald in Urlaub und heute kommt noch mal ein Tipp. Im Urlaub werden wir brauchen ein Zelt, Schlafsack. So, das war jetzt ein weiterer Hinweis. Demnächst folgen noch mehr. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert auch den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und Mario, danke, dass du mitgegangen bist.
Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Super. Ich kann nur sagen, so für einen alten Mann war es ja nicht schlecht. Richtig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.